Andreas Görlitz. Ja, 27 Punkte, man hat nur zufriedene Gesichter gesehen, war auch angemessen, ne? Ja, es geht in Ordnung, das ist unentschieden, ja, auf alle Fälle. Mhm. Wir haben mal zwei Szenen rausgesucht, denn sie waren nicht unbeteiligt an diesen Szenen und haben gerade mal am Anfang eine Szene, die zum 0:1 führt. Und jetzt sagen Sie doch mal, wie Sie es selbst sehen. Wir sehen hier, Sie hier unten, Achtung, jetzt gleich kommt der Kreis. Sie waren gerade in der Vorwärtsbewegung, jetzt zurück und jetzt traben Sie locker aus und hier fällt das 1:0. Sagt man im Nachhinein, da hätte ich vielleicht hingehen sollen? Ja, wenn man das jetzt so sieht, auf alle Fälle. Also ich bin da... Ich bin nicht der langsamste Spieler, darum hätte ich schon noch Möglichkeiten gehabt, da einzugreifen. Aber normalerweise, unsere Innenverteidiger sind ja stark genug, dass sie das haben sie in anderen Spielen auch. Sie haben es delegiert. Ja, genau. Ich so dachte mal, geh du mal da hin, genau. Du da. Und, ja, genau. Aber im Nachhinein war es ein Fehler. Ja, und im Nachhinein haben sie sich gesagt, weißt du was, wenn das schon so gelaufen ist, dann muss ich wenigstens am Ausgleich beteiligt sein. Und das war eine richtig gute Szene, die auch, wie ich finde, sehr gut zeigt, wo ihre Qualitäten liegen. Vor allen Dingen im Offensivdrang. Hier kommt der Doppelpass. Und dann eine wunderbare Flanke auf, ich glaube, Jaschwili ist es, ne? Ja. Der nimmt es direkt und dann fällt einer auf den Kopf. Kopfballstark, ja. Genau, 1:1. Ja, was würden Sie sagen, 27 Punkte, wie sehr ist das eine Gewähr oder eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Klasse zu erhalten, denn das ist das Ziel? Ja, eine sehr hohe, auf alle Fälle. Unser Ziel ist ganz klar, nicht abzusteigen und ich bin mal voll überzeugt davon, dass wir noch Punkte holen in der Rückrunde, weil wir einfach eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben. Das hat man auch in den Spielen gesehen, dass wir nicht nur hinten drin stehen, sondern auch spielerisch, technisch stark sind und auch Spiele führen und auch gewinnen können. Also nicht nur diese alte Grasfressen-Mentalität, sondern da geht auch spielerisch einiges. Wie kommt es eigentlich, dass Sie im Revier so gut zurechtkommen? Sie haben Dortmund geschlagen mit 3:1, Schalke mit 2:0 und heute 2:2. Zufall? Ich denke schon, ja. Also, ja, da haben wir noch keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt ist ja immer wichtig, wie eine Mannschaft reagiert. Beispielsweise auf eine Niederlage in Cottbus, wo man sich denkt, also wenn du irgendwo bestehst, dann da. Das war zuletzt. Hat es irgendwelche Maßnahmen gegeben? Hat der Trainer Sie besonders angesprochen? Nee, aber es sieht man ja auch an der Qualität jetzt, dass wir keine zwei Spiele hintereinander verlieren. Also es war noch nie der Fall in der Saison, dass wir zwei Spiele hintereinander verloren haben. Jetzt wieder zwei Unentschieden, aber einen Punkt immerhin geholt. Dass in der Mannschaft stimmt, dass man sich dann nicht gegenseitig zerfleischt, wenn es mal wie in Cottbus nicht läuft und mal die Schuld irgendwie auf die anderen schiebt, sondern da weiß jeder, was er falsch gemacht hat. Ich weiß, dass das zweite Halbzeit ein Scheißspiel von mir war. Und das genauso ist bei den anderen auch. Also wir haben erste Halbzeit in Cottbus ein gutes Spiel gemacht, phasenweise. Und zweite Halbzeit war es einfach nichts mehr von uns. Und das weiß jeder. Und darum können wir dann auch so reagieren und dann wieder gute Spiele abliefern. Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, dass sich ja jeder fragt, was macht jetzt die Qualität der Mannschaft auf? Warum ist das kein Zufall? Wenn wir auf die Verteilung sehen des Etats, ich habe vorhin gesagt, es ist die Mannschaft mit dem geringsten Etat. Und wenn wir einfach mal vergleichen, wie die Mannschaften links, das sind die Tabellenplätze, und rechts außen, das sind die Platzierungen, was den Etat anbetrifft, dann sieht man, dass es in der Spitze ungefähr hinkommt. Dass es auch am Ende der Tabelle ungefähr hinkommt, dass aber dann Karlsruhe Platz 6 einnimmt mit dem geringsten Etat. Was nehmen Sie für eine Qualität daraus oder was ist die Erklärung? Ja, man hat letztes Jahr gesehen, dass der KSC eine überragende Saison in der zweiten Liga gespielt hat und man wird auch nicht von alleine Meister da und auch so souverän. Darum hat man auch schon gesehen, dass da eine Qualität da ist. Darum habe ich mich dann entschieden, nach Karlsruhe zu gehen, weil ich letztes Jahr schon gesehen habe, okay, da gibt es viele Spieler, die auch super Fußball spielen können, wo ich reinpasse. Mhm. Und dann hat der Verein eben noch gut eingekauft, billig gute Spieler bekommen. Ja. Seltsamerweise Spieler, die in anderen Vereinen sich nicht durchgesetzt haben. Man könnte auch sagen Frustspieler, die jetzt plötzlich stark sind und die jetzt plötzlich ihre Qualitäten zeigen. Gutes Zeichen vom Trainer, gute Ansprache vom Trainer, worauf führen Sie es zurück? Ja, es ist einfach das Gefühl, dass die Spieler hier in Karlsruhe bekommen auch, dass sie wichtig sind für die Mannschaft, dass wir untereinander uns das Gefühl geben, wir brauchen einander und das ist eins der ich weiß nicht, ob man es Geheimnisse nennen kann, ja. Warum wir auch eine gute Hinrunde jetzt gespielt haben und auch warum wir uns alle gut verstehen miteinander. Trainer hat mal gesagt, ein Beleg dafür,
dass sich die Mannschaft gut versteht, ist auch, dass beim Torjubel alle auf den Torschützen gehen. Kann man das so einfach sagen? Ist das so? Ja, schon. Also heute hat Sie sehen hier mal eine Szene. Ne? Da hat Mike Franz ein Tor geschossen. Und dann kommen sie alle. Und wir haben durchgezählt. Es sind wirklich 10 Mann. Also nur der Torhüter ist zurückgeblieben. Ja, kann man das auch mitkommen, oder? Ja, oder hat den längsten Weg. Ja, aber die sind ja ausdauermäßig auch fit. Also das können sie schon auch mal machen. Ne? Nee, das ist auf alle Fälle. Also wir freuen uns dann auch zusammen. Und ja, es ist natürlich immer so ein Ding, wenn man einzeln in Führung geht. Das ist einfach so eine Euphorie-Sache, dass dann da einfach alle dabei sind, weil jeder weiß, wie wichtig das für uns ist, wenn wir ein Tor machen. Da Sie die Euphorie schon ansprechen, ist die möglicherweise so eine kleine Gefahrenquelle, weil nach 9 Jahren Bundesliga und jetzt gucken natürlich alle nach oben und die ersten Begriffe fallen ja schon, internationaler Fußball, da hat man mal große spanische Mannschaften weggehauen. Ist das vielleicht so eine kleine Falle oder die Tatsache, dass Sie über den kleinsten Kader verfügen mit 21 Spielern? Nee, also bei uns hebt da keiner ab, das ist ganz klar, weil wir machen da selber nur Witze drüber, auf welchem Platz wir momentan stehen und auch was uns vor der Saison zugetraut wurde. Ja. Und es gibt ja viele Spieler, die wirklich wenig Bundesliga-Erfahrung haben und die jetzt auf so einem, oder wenn die sehen, auf welchem Platz sie jetzt momentan stehen, für die ist es natürlich auch ja, schon irgendwie eine Genugtuung, aber auch zum großen Teil viel Freude und ja. Und auch ein Auftrieb und Selbstbewusstsein? Ja, man macht einfach Späße drüber, wenn man sich selber auch vielleicht nicht ganz so zugetraut hätte. Ja, also man nimmt es leicht. Jetzt können Sie ja als jemand, der vom FC Bayern München kommt, und wir werden gleich nochmal über diese spezielle Situation reden, können das ja beurteilen. Ist das so, dass man als kleiner Verein, als Aufsteiger unterschätzt wird? Und wenn ja, wie ist das von der anderen Seite? Wenn man als Spieler auf den Rasen kommt des FC Bayern München, dann sagt man sich ja, okay, die sollen sich mal den Kontoauszug angucken, dann müssen sie doch 100% motiviert sein. Ist das so oder müssen auch Millionäre motiviert werden und brauchen die auch eine große? Und ist es ein Unterschied, ob ich in Rostock spiele oder in Dortmund? Ja, ist mit Sicherheit. Man fragt sich ja immer wieder, warum so Spiele zustande kommen, dass eigentlich die stärkere Mannschaft oder bessere Mannschaft dann verliert irgendwo. Und nicht nur im Pokal. Ja, aber das ist immer ein Stück Kopfsache, das ist ganz normal, das geht ja jedem so. Man ist motiviert, aber es ist einfach so im Unterbewusstsein drin, dass dann eben der letzte Prozentsatz vielleicht eben fehlt. Aber so richtig erklären kann man sich das auch nicht als Spieler, ne? Nee, aber es ist natürlich auch so, dass die anderen Mannschaften dann immer hoch motiviert sind. Ja. Das hat man heute auch wieder gesehen bei dem Bayern-Spiel. Mhm. Es ist nicht leicht, die Fußball spielen können die alle. Auch als wir in Cottbus gespielt haben, haben die ein gutes Spiel gemacht und gekämpft. Und da ist es dann ja auch nicht ganz so leicht. Mhm. Wir reden gleich noch weiter auch über Ihre persönliche Situation, wollen aber erstmal zum nächsten Spiel gucken. Sie kennen ja Felix Magath ganz gut. Er war eigentlich Ihr Förderer. Ist er wirklich so knallhart, dass er die Leute sofort fallen lässt, wenn die mal einen Fehler machen oder zwei oder drei? Ja, ich denke nicht. Also so kann ich ihn nicht. Aber Furcht und Angst geht schon um. Ja, jetzt schon, glaube ich. Ja. Wir wollten über Ihren Wechsel reden. Sie sind vom FC Bayern München ausgeliehen. Wer kam auf die Idee und warum? Ja, es war so, dass ich im Urlaub war und dass ich das auch alles mitbekommen habe, wie sich die Lage für mich, sage ich mal, verschlechtert in München durch die schlechte Saison letztes Jahr und durch die vielen Verpflichtungen dann und dann hat mich der Trainer einfach im Urlaub angerufen und hat gesagt, dass es schwer wird dieses Jahr. Mhm. Also war ganz offen? Ja, klar, hat mich darauf angesprochen. Dann habe ich zuerst mal gesagt, ja, ich hatte schon ein paar schwere Jahre in meiner Karriere, ich will es auf alle Fälle probieren, aber wenn man dann drüber nachdenkt und wenig gespielt hat, auch in der Vergangenheit dann das letzte Jahr, dann kommt man einfach zum Entschluss, dass man wieder Fußball spielen will, jedes Wochenende und KSC Sie angerufen oder Sie KSC? Das war ja vorher schon ab und zu mal so, habe ich schon durch einen Scholli, der hat schon mal ein paar Mal anklingen lassen, dass der KSC, dass der KSC Interesse hat. Und jetzt muss man dazu sagen, da Sie die schwere Zeit angesprochen haben, das sollten wir nicht unerwähnt lassen, 2004 ganz schnell von 60 zu Bayern gekommen, Stammspieler geworden, Nationalspieler geworden, schwere Verletzung, Kreuzbandriss, sollte nur 6 Monate sein. Es wurden 2 Jahre draus, 5 Operationen insgesamt und dann haben Sie sich immer wieder zurückgekämpft und jetzt haben Sie die Möglichkeit eben beim KSC zu spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, bleiben Sie, können Sie bleiben, theoretisch, möchten Sie bleiben? Ja, das ist immer so eine schwierige Frage jetzt. Also es läuft super, mir gefällt es super, aber es ist ja ganz klar geregelt, dass ich ein Jahr im KSC definitiv bin. Ja, ist vertraglich geregelt. So. Wenn aber Sie sich entscheiden können, wie würden Sie sich entscheiden? Ja, das ist jetzt eine schwere Frage, aber das kommt auch immer auf München drauf. Würden Sie bleiben oder würden Sie wieder zurück? Wenn in München die Situation so ist, dass ich Möglichkeiten aufgezeigt kriege, dass ich die Chance habe, da wieder zu spielen und auch im Kader Stammplatz zu... Stammplatzgarantie. Ja, nee, nicht so weit, aber
eine Möglichkeit hat, eben, dass man mit guter Leistung sich empfiehlt und dass man auch die Möglichkeit zu spielen, dann wäre ich natürlich blöd, wenn ich sagen würde, ich bleibe irgendwo anders oder gehe woanders hin, weil es der beste Verein in Deutschland. Ansonsten muss man sich... Sagen Sie noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen dem FC Bayern München und dem Karlsruher SC. Das muss doch ein Kulturschock sein, wenn Sie von Bayern München zum KSC kommen, denn die Jungs bei Bayern, die haben immer nur den Kulturbeutel und damit ist es. Der Rest wird besorgt. Ja, aber das haben wir in Karlsruhe auch. Also müssen wir auch keine Fußballschuhe in Trainingsklamotten mitbringen zum Training, so ist es nicht. Auch aber nicht. Nee. aber schon unsere Schuhe werden auch geputzt. Ja. Also aber schon ein Unterschied. Ja, auf alle Fälle. Das sieht man ja an den Auswärtsfahrten. Ja. In München sind wir zu jedem Spiel geflogen. Hier fahren wir mit dem Zug oder mit dem Bus. Wenn Züge gehen. Ja, wenn nicht gestreikt wird. Dann, ja, das sind so eben die Unterschiede, die man dann merkt. Aber ich komme vom Dorf, ich bin kleine Sachen gewohnt. Und von dem her ist es für mich kein Problem. Das hört man übrigens auch von Spielerseite. Wir haben gesagt, Mensch, der könnte ja kommen, könnte den Dicken machen hier von Bayern München. Aber der hat sich super integriert und hat sich super da eingewöhnt in die Mannschaft. Eins müssen wir noch erklären. 77, das ist einerseits Ihre Rückennummer und wir gucken mal kurz rein, aber auch der Name Ihrer Band, Room 77. Sie spielen Rockmusik, kann man das sagen, ne? Ja. Was war zuerst da, die 77 als Rückennummer? Wenn ja, warum? Vielleicht wollte ich die 7 haben, aber die hatte der Christian Timmer und darum habe ich mich dann für die 77 entschieden und die werden keinen Bandnamen. Und darum haben wir gesagt, dann... Room 77. Genau. Und da treten Sie auf. Das ist hier nicht Oli P. Nee, das ist mein Bruder. Kommt dem auch sehr ähnlich, sagen Sie. Okay. Und Sie treten wieder auf, ich glaube, 19. ne? In Karlsruhe, das ist so eine Benefits-Sache für einen guten Zweck, fürs Krebskrankenhaus in Karlsruhe mit der Sean Tracy Band zusammen aus Karlsruhe und das wird wieder was Schönes sein. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir Sie vor allen Dingen auf dem Rasen sehen, da wo Sie am besten sind und dass Sie eventuell den Sprung noch schaffen, Nationalmannschaft, so ganz im Hinterkopf. Hä? Ja, wird eng, aber ich kann nur versuchen, Leistung zu bringen und dann alles andere entscheidet sich. Es wäre Ihnen zu gönnen, nach dieser ganzen Leidenszeit, muss man sich überlegen, ne? 2,5 Jahre. Gibt Schlimmeres. Super, Dankeschön, Andreas Görlitz. Ja. Viel Erfolg weiterhin, nimm KSC und